Hallo und herzlich willkommen. Es gibt Spiele, die entführen in fremde Welten. Es gibt Spiele, die nerven ohne Ende. Es gibt Spiele, die langweilen. Und es gibt Spiele, die sind so ein bisschen wie ein Strandurlaub. Und eines davon schauen wir uns heute an. Jurassic World Evolution. Ihr habt es euch wahrscheinlich am Hintergrund schon gedacht. Ich habe es mit einem Strandurlaub verglichen und ich finde, das passt so super gut. Man lässt so ein bisschen die Seele baumeln, man entdeckt Dinge, man sammelt Muscheln, ja, man macht irgendwie so Sachen so, man schlägt irgendwie die Zeit tot und fühlt sich trotzdem gut dabei, ja. Und ich muss sagen, Jurassic World Evolution, der erste Teil, war schon so ein Ding. Ich habe die ganze Zeit mit so einem seligen Grinsen vorm Rechner gesessen. Ja, ich habe die ganze Zeit auf den Monitor geguckt und habe gelächelt, weil es so schön war. Und den zweiten Teil habe ich mir natürlich auch geholt. Ich habe da noch gar nicht so viel Zeit mit verbracht, weil irgendwie immer irgendwas anderes war. Ich habe das nur ein paar Stunden bis jetzt gespielt. Und was ich bis jetzt sagen kann, es macht eigentlich das, was der erste Teil gemacht hat, genauso gut und noch ein Stückchen besser. Und ihr seht es ja auch hier bei diesen Herausforderungen an dem Bild schon, es gibt auch Wasserdinos. Bin ich jetzt in der Kampagne oder im freien Spiel noch nicht so richtig zugekommen, freue ich mich aber tatsächlich schon drauf wie ein kleines Kind, weil ich das einfach super finde. So, ihr seht, es gibt hier so verschiedene Bereiche, die man machen kann. Ihr seht auch hier, ich habe es letzte Mal gespielt am 7. Februar. Es gibt hier eine Story-Kampagne. Es gibt offensichtlich hier diese Chaos-Theorie-Story-Kampagne. Aha. Klingt ja auch ganz interessant. Natürlich Inhalte zum Herunterladen. Da gibt es mit Sicherheit in Zukunft auch noch ein paar mehr. Es gibt den Sandkasten-Modus, wo ich denke mal, das ist wahrscheinlich so auch das, wo man dann später die meiste Zeit mit verbringt und eben hier verschiedene Herausforderungen. Die Kampagne kommt mir eher so ein bisschen vor wie so ein Tutorial, dafür ist es aber auch ganz gut gemacht. Also man wird so Stückchen für Stückchen in die Spielmechaniken eingeführt. Und was gibt es noch? Einstellungen natürlich. Es gibt einen tollen Newsletter, dann gibt es auch hier einen Skin, glaube ich, ne? Es gibt eine Datenbank, wo man so ein bisschen gucken kann, ja, und es gibt die Speziesansicht, was ist das denn? Das ist ja auch toll. Speziesansicht aktivieren, was passiert denn jetzt? Habe ich noch nie gemacht, deswegen muss ich es jetzt auch gerade mal ausprobieren. Mal schauen, was jetzt hier so passiert. Ah ja, okay, da kann man dann hier so sich Dinos angucken von allen Seiten. Ranzoomen, rauszoomen. Das ist auch schon gemacht, ne? Hier mit dem linken Stick kann man sich den Namen vorlesen lassen. Acokantosaurus. So spricht man es aus. Schaut an, schaut an. Wie spricht man das denn aus? Baryonyx. Ja, gut. Hätte man sich auch denken können. Cool, oder? Das ist doch schon mal irgendwie ein nettes Gimmick. So, das wollen wir aber wieder beenden. Und wir wollen ins Hauptmenü gehen. Was ihr nicht hört, ist die Originalfilmmusik. Die habe ich ausgestellt. Aus nachvollziehbaren Gründen, weil sonst gibt es da bei YouTube wieder irgendwie so eine Sperre vom Video und das muss ich auch mal hier ein ganz großes Lob an Frontier aussprechen. Die machen nämlich sowas in ihren Menüs. Da seht ihr den Punkt lizenzierte Musik stumm schalten. Das ist doch super, oder? Weil sonst muss man da selber dran denken und muss dann weiß man nicht, da kann man die Musik jetzt drin lassen oder nicht. Und dann schaltet man die ganze Musik aus und so weiter. Und so ist doch einfach eine so tolle Sache. So, jetzt haben wir mal genug gebabbelt. Jetzt klicke ich einfach mal hier auf weiter und wir lassen uns mal überraschen, weil ich mich auch an überhaupt nichts mehr erinnern kann, was eigentlich Sache ist. Es geht übrigens mit Controller ganz hervorragend, wie der erste Teil auch schon. Man kann es auch mit Tastatur und Maus spielen. Allerdings ist das, wenn ich jetzt nicht gerade so ein Video machen würde, eher so ein Spiel, wo ich mich auf dem Sofa rumfläze und es auf dem Fernseher spiele. Und da ist natürlich Controllersteuerung schon immer sehr schön. So schaut das jetzt aus. So, ich zoome mal raus, versuche mich an die Steuerung zu erinnern. Man sieht also, ich habe hier einen relativ kleinen Park hier gerade. Da oben heißt doch irgendwie, dass irgendwie Strom fehlt, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich kann also jetzt hier so ein bisschen rumgucken.
Ich kann hier ranzoomen, dann sehe ich auch hier die kleinen Dinos, wie sie gerade hier ein Schäfchen fressen oder eine Ziege wohl eher. Mit einem Haps ist das im Mund. Und wenn man die Dinos anklickt, dann verfolgt die Kamera die Dinos halt so ein bisschen und dann sieht man auch so ein bisschen das Wohlbefinden. Das kennen wir ja auch alles so vom ersten Teil schon ein Stück weit. Ich glaube, mir fehlt Strom, ne? Das ist eigentlich das, was er mir hier oben sagen möchte. Warum fehlt Strom? Weil ich wahrscheinlich vergessen habe, das Ding irgendwie aufzuladen. Wo ist denn mein Generator? Ist der das hier? Wobei, Treibstoff hat er noch, 40 Minuten. Also hier merkt er schon, diese Dinger muss ich halt gelegentlich aufladen. Ach nee, hier ist irgendwas. Das hat nichts mit Strom zu tun. Das ist niedrige Gesundheit. Ach du meine Güte, niedrige Gesundheit. Was machen wir denn da nochmal? Wahrscheinlich mussten wir hier so ein Ranger-Team. Auch das gibt es jetzt hier wieder, ne? Ein Ranger-Team wollen wir mal eine Aufgabe hinzufügen und dann sagen wir doch einfach mal heilen und scannen die beiden hier, was mit denen los ist, was ist hier? Zuweisen Ranger-Posten. Ach, ich glaube, dann machen die vieles auch automatisch. Das machen wir mal, oder? Mal gucken, was passiert. So, jetzt sind die Ranger auf dem Weg. Da fahren sie lang. Es gibt hier schon Besucher, gibt es glaube ich noch gar nicht. Es gibt glaube ich nur Mitarbeiter, die hier rumlaufen. Hier haben wir so ein paar Dinos, die im Wasser rumlaufen. Und hier sehen wir einen Dino bei der Jagd. Habt ihr gesehen? Ja, mit einem Haps und so. Gut, und das ist das, was ich meine. Es macht einfach hier schon absolut Spaß. Irgendwie überhaupt gar nicht. Ja, ich hätte beinahe gesagt, zu spielen, sondern eigentlich schon einfach hier rumlaufen und zugucken. Das ist einfach schon, das macht einfach schon einen halben Spaß. Und wie gesagt, ich bin noch gar nicht weit gekommen mit dem ganzen Ding. Und so, jetzt sind die Ranger angekommen. Und natürlich kann man auch, wie es ja auch schon im ersten Teil der Fall war, die Sachen hier selbst steuern, ne? Also man kann dann halt hier in diesen Heli einsteigen und kann dann hier durch die Gegend fliegen und kann sich das hier aus der Hubschrauberperspektive mal so ein bisschen angucken. Und genau, das ist doch schon irgendwie ein Gedicht. So, jetzt fliegen die natürlich wieder zurück. Jetzt habe ich die Steuerung wieder sozusagen freigegeben. Jetzt fliegen die zurück. Was haben wir jetzt hier Tolles? Es ist ein Expeditionsteam verfügbar und hier haben wir eine Forschung ist verfügbar. Was wollen wir eigentlich machen? Schließe den Hauptsitz der Naturschutzbehörde ab, indem du die Aktivpostenbewertung erhöhst. Ach so, ich muss halt, okay. Indem du Expeditionen aussendest, um neue Arten zu fangen und sicherstellst, dass sie gut eingezäunt und für deine Agenten sichtbar sind. Ja, dann machen wir doch mal eine Expedition, oder? So, Expeditionskarte ansehen. Hier sehen wir dann halt so ähnlich kannten wir es auch vom ersten Teil. Da hatte ich halt Fossilien gesammelt. Und hier gibt es jetzt so verschiedene Sichtungen, ja, Vorfallalarme, wo halt irgendwelche Dinos dann gesehen wurde und da kann ich eben da so ein Wissenschaftlerteam hinschicken, die die Viecher dann hier entsprechend einfangen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt mit den Namen nicht gerade so richtig firm, deswegen weiß ich nicht genau, was hier Pflanzen- und Fleischfresser sind, aber wenn man das hier eine Weile gespielt hat, dann weiß man das wieder. Dann kennt man sich super gut mit Dinos aus. So ein Brachiosaurus ist, glaube ich, ein Langhals. Ne? In einem Land für unserer Zeit und so. Ich glaube, das war so einer. Da schicken wir doch mal ein Forscherteam hin. Anforderung 5 von 6. Was meint ihr denn damit jetzt? Der hat irgendwie Stress oder was? Okay. Jetzt habe ich 2 von 6. Habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden mit diesen Anforderungen, muss ich gestehen. Muss ich da irgendwas anklicken?
Ah ja, okay, das ist wahrscheinlich die. Ach, hier ist die. Ja, Augen auf, ne? Also die haben so verschiedene Fähigkeiten. Da gibt es, glaube ich, dieses Zahnrad ist irgendeine Fähigkeit. Und dieses Ergänzglas ist eine Fähigkeit. Und damit kann ich entsprechend diese Anforderungen jetzt hier erfüllen. Und los geht's. Da sieht man auch mal, wie die Dinos dann ausschauen. Also los, ab geht's. So, jetzt haben wir natürlich auch die Aufgabe, dass die Dinos natürlich auch irgendwo unterkommen wollen. Das heißt, ich muss hier irgendwo jetzt mal hergehen und ein Gehege bauen. Hier sehen wir übrigens hier mit den Straßen. Quatsch, die Straßen habe ich gebaut, oder? Ich habe doch hier eine Straße gebaut, schon mal vorsorglich, genau. Ich habe hier mal so eine Straße gebaut, die das komplette bebaubare Gebiet so ein bisschen markiert. Also seht ihr schon, es ist jede Menge Platz, um jetzt hier irgendwelche Dinge zu bauen. Die Gehege sind auch recht groß, die ich hier erstellt habe. Und so können wir jetzt mal für unseren Brachiosaurus doch auch hier was zusammen fummeln. Wo fummeln wir was? Hier neben vielleicht, oder? Fummeln wir hier neben was? Hier neben fummeln wir was. Ich glaube, da fummeln wir was. So, wie gesagt, Controllersteuerung finde ich geht hier 1A. Eins der, wie soll ich sagen, ein Aufbauspiel oder Strategiespiel, Aufbauspiel wohl eher, wo es wirklich einwandfrei mit der Controllersteuerung funktioniert. So, wo ist denn jetzt hier der kranke Dino schon wieder? Und warum sind die überhaupt alle krank? Was ist denn hier los in meinem kleinen glücklichen Gebiet hier? Und wo ist denn der Dino? Und was machen die denn hier gerade? Die machen eine Statusprüfung. Ja, das ist doch mal schön, dass die das machen. Jetzt sind schon wieder zwei Dinos krank. Ah ja, schaut mal an hier. Mobile Veterinäreinheit 1 wurde automatisch losgeschickt, um sich um einen erkrankten Saurier zu kümmern. Da ist er. Also es gibt hier, das ist so eine Vereinfachung im Vergleich zum ersten Teil, es gibt hier diesen Ranger-Posten. Und diesen Ranger-Posten, da sieht man dann so ein bisschen, was der für einen Bereich abdeckt. Also ich habe zwei davon. Man sieht also, was der für einen Bereich abdeckt und da kümmern die sich dann so ein bisschen automatisch drumrum. Es ist auch noch der Soundeffekt. Wo ist denn der Soundeffekt? Panik. Das hat er mir auch früher mal angezeigt, wo der Soundeffekt ist. Hier ist der Soundeffekt. Jetzt wollte ich doch mal in aller Ruhe ein Gehege bauen und jetzt haut dieses Biest hier ab. Kann ich das auch hierüber einfach reparieren? Nee, muss ich schon über die Ranger machen. Gut. So, dann machen wir jetzt mal ganz entspannt, dass wir jetzt erstmal sagen, wir schicken hier das Ranger-Team mal wieder los. Okay. Die wählen wir aus. Aufgabe hinzufügen. Die sollen hier mal den Zaun reparieren. Nee, nicht heilen und scannen. Die sollen hier. Ja, vielleicht auch heilen und scannen. Und was sollen sie hier mitmachen? Medizinischer Scan. Und hier sollen sie. Machen die das nicht mehr oder was? Ach so, das ist die mobile Veterinäreinheit. Ja, Gott, die reparieren auch keine Zäune. Ach nein, auch noch Verletzungen. Ein Saurier mit Verstauchung. Der soll halt nicht rumlaufen, ne? So, wo sind meine Ranger um alles in der Welt? Wo ist denn mein Ranger-Außenposten? Hier ist mein Ranger-Außenposten. So, das andere war ja waren quasi die Tierärzte. Okay, ich weiß noch nicht, wie ich den zum Ausruhen bringen kann. Ich muss jetzt erstmal hier den Zaun reparieren. Und dann brauche ich wahrscheinlich ein Einfangteam. So viel zum Thema Strandurlaub, ne? Ah, schaut euch das mal an. Wir haben einen gefangen. Juhu. Saurierlieferung. Saurier-Transport, gib mir 2 Minuten. Ja, gib mir 2 Minuten. Ach, die anderen lasse ich jetzt einfach mal hier rumlaufen, ne? Die tun ja keinem weh. So, wir brauchen einen Zaun. Und zwar brauchen wir einen Zaun. Die tun wir hier direkt neben dran pappen, oder? Das machen wir. So, zack. 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 Zack.
Zack. Zack, zack. Oh, wie viel Platz braucht so ein Baryosaurus? Da braucht schon ein bisschen, ne? Der will bestimmt auch Wasser haben. So, und dann pappen wir das hier wieder dran. So, zack. Gut, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein Tor. Das Tor hauen wir mal hier so ganz verschämt in die Ecke. Und mehr brauchen wir, glaube ich, auch schon mal nicht. Jetzt hätten wir hier erst schon mal sowas, wo wir den Saurier einflatschen können. Und alles andere sehen wir dann. So, jetzt geht es aber hier oben ganz schön ab. Also ich habe irgendwie einen Saurier, der irgendwie krank ist. Ich habe einen Saurier, der irgendwie einen verstauchten was auch immer hat. Und ich habe einen Saurier, der sonst wo rumläuft. Alles richtig gemacht, würde ich sagen, oder? Wo ist mein Hubschrauber? Wo ist denn hier mein Einfangteam? Nee, nicht Expedition. Hier Einfangteam. So, Aufgabe hinzufügen. So, hier sind auch ein Haufen Dinos, die ihr hier einfangen könnt. Den hier auch. Zack. So, die beiden fangt ihr jetzt mal ein. Und dann können wir die nämlich wieder ins Gehege transportieren. Ne? So, da macht der Eli sich auf den Weg. So, Saurierlieferung. Jawohl, jetzt wollen wir was geliefert bekommen. Und zwar hierhin. Jawohl. So, jetzt wird unser Brachiosaurus angeliefert. Und dann können wir gleich mal gucken, was ihm alles am Gehege nicht gefällt. Und da kommt er schon. Da seht ihr, da kommt er angeflogen. Tschupp. So, und dann können wir uns den gleich mal anschauen, was er alles so gerne hätte und braucht. Bestätige Produktzustellung. So, wir müssen den mal angucken. Der ist gesund. Der hat irgendwie so mit Nahrung nicht so viel am Hut und er hat mit Wasser nicht so viel am Hut und Ausdauer wissen wir auch nicht so richtig. Ich muss ihn nämlich erst scannen. Das machen wir jetzt mal. Wo sind meine Ranger schon wieder? Hier sind meine Ranger. Das heißt, die kriegen jetzt mal eine Aufgabe. Die haben nämlich mal hier diesen Dino zu scannen. So, zack. Dann mal los. Und dann gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. So, jetzt habe ich aber immer noch zwei kranke Dinos irgendwo rumliegen. Hier ist nämlich einer. Wo ist denn mein Transportteam? Das müsste ich doch hier irgendwo sagen. Oh, wie ging das denn mit dem Transportteam nochmal? Das habe ich vergessen. Verärgerter Wissenschaftler. Da kümmern wir uns gleich drum. Ankunftsort, Kontrollzentrum. Nee, das ist doch... Oder machen die das jetzt alles? Nee, die machen das nicht. Oh, wie war das denn jetzt hier? Machen die das? Nee, die machen das auch nicht. Wie ist es denn die Möglichkeit? Ich habe irgendwie vergessen, wie man diese Dinos jetzt ins Gehege schafft. So, Sicherheitsbewertung, keine Komfortdaten, keine Lebensdaten. Also, wie gesagt, ich habe es schon eine Weile nicht mehr gespielt. Deswegen stelle ich mich hier, glaube ich, gerade auch ein bisschen dämlich an und weiß gerade nicht, wie ich die Dinos hier... Ach hier, guck mal, hier war ein Symbol, genau, Transport. So, Transport natürlich. Wir wollen den nach da transportieren. Halt, stopp. Saurier. So, Ziel auswählen. Hier. Hallo? Habe ich den nicht angeklickt? Ah, jetzt sind. So. Den bitte dahin. So, und den hier bitte dahin. So, jetzt werden die erstmal hier irgendwie reingeschafft und der ist auch schon, okay, ein fehlender Wald, nicht diagnostiziertes Leiden. Dann schicken wir jetzt erstmal die Jungs von dem Veterinäramt, die ich nicht mehr finde. Die waren doch hier. Genau, das sind die doch. So, und die kriegen jetzt mal eine Aufgabe. Nein, nicht...
Ich wollte nicht, ich wollte Aufgabe hinzufügen. Ich wollte nicht selber fahren. Produkttransport So, im Gange. die müssen nämlich jetzt mal gucken, dass er hier irgendwie gesund wird. So, jetzt klicken wir ihn mal an und jetzt sehen wir eben, dass ihm Wald fehlt, dass ihm Nahrung fehlt und dass ihm Wasser fehlt und Ausdauer weiß ich auch gar nicht so richtig. Das heißt, wir müssen Wald. So, Umgebung. Da können wir doch jetzt gewiss. Hier, das ist doch irgendwo Umstellung Wald. abgeschlossen. So, dann hauen wir doch jetzt mal hier kräftig Wald rein. Ja. Mal alles hier so richtig schön waldig machen. So. Und wie fühlst du dich jetzt, lieber Dino? Ihm fehlt immer noch Wald. Okay. Er hat natürlich auch nichts zu essen, ne? Oh nein. Tot. Oh nein. Okay, ich habe einen toten Saurier. Das heißt, ich brauche einen Transport. Abholung des Produkts unterwegs. Okay, und der wird jetzt entsorgt. Ich bin da immer ein bisschen traurig, wenn die Biester irgendwie hops gehen. Das ist schlimmer für mich, als bei Elden Ring von einem Boss platt gemacht zu werden. Es kommt auch noch eine Sturmwarnung. Herrje, und ich bin doch hier noch nicht mal irgendwie einen Meter weitergekommen. So, ich muss doch hier mal irgendwas mit Wald machen. Vielleicht auch mit Essen irgendwie mal was, oder? So, was haben wir denn hier? Futterstation. Wir wollen aber doch keine Futterstation. Wir wollen doch hier eine Umgebung Wald haben, oder? Und wahrscheinlich brauchen wir hier auch mal Wasser. So. Kommt zwar irgendwie gerade von oben genug runter, aber wir machen. Alter, jetzt geht's aber ab hier. Da kann ich doch jetzt direkt schon mal hier auf mein Ranger-Team gehen. Saurier mit Fleischwunder. Ah, wo ist mein Ranger-Team? Ich hab's schon wieder vergessen. Hier sind die doch. Komm, Ranger. Ich bin noch in der Bauphase. So, ihr müsst das hier mal ganz dringend reparieren. Und der Sturm macht mit Sicherheit noch mehr kaputt. Ihr müsst das hier reparieren. Ja, will ich ja. Wieso machen die das denn jetzt nicht? Weil ich keinen Strom habe oder was? Muss repariert werden. Ja, muss repariert werden. Das ist natürlich jetzt ganz schön bitter. Jetzt habe ich nämlich hier. Jetzt können meine Ranger nämlich, glaube ich, gar nichts machen, weil die gar keinen Strom haben. Da geht dann nur direkte Steuerung. Na gut, dann haben wir das auch mal gesehen. So, wo müssen wir hinfahren? Wir müssen erstmal hier Strom an Start bringen. So, Reparatur im Gange, das war ja schon mal gut. So, dann können wir das hier doch gewiss auch direkt. Ne, das müssen wir nicht reparieren, okay. Hier gab es auch die Möglichkeit so aus der Ich-Perspektive. Ne? Das ist auch schon mal cool hier. Hops. Hier mal so ein bisschen durch die Gegend cruisen. Hier sind die Kollegen vom Veterinärdienst gerade unterwegs. Wir wollen ja mal hier so zu dem Brachiosaurus irgendwie gucken. Ja, okay. So, jetzt gibt es hier doch gleich irgendwie das Tor. Wo war denn das Tor? Da ist das Tor. Ach, da geht's auf. So, dann fahren wir hier mal rein. Zack. Und jetzt sind wir gerade irgendwie so ein ganz kleines bisschen versumpft, habe ich so den Eindruck. Ups. Da hinten ist er. Na gut, wir gehen jetzt hier nochmal raus und kümmern uns jetzt erstmal, dass es dem Dino auch wieder gut geht. So, weil irgendwie ist schon wieder einer tot. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Meine Punkte gehen hier immer, werden immer weniger. So, jetzt ist immer noch dieser Dino, der hat sich hier irgendwie wehgetan.
So, das heißt, ihr müsst den Dino jetzt irgendwie behandeln. Können die nicht? Warum können die denn nicht? Ich weiß nicht, warum sie den nicht behandeln können. Vielleicht gucken wir erstmal, wie es ihm jetzt überhaupt so geht, ne, allgemein. Also irgendwie hat er jetzt anscheinend genug Wald und genug Nahrung und zu wenig Wasser. Der braucht deutlich mehr Wasser. Dann kriegt er auch deutlich mehr Wasser. Transport hat begonnen. So, direkt mal hier Wasser unter die Füße packen. So, er hat jetzt eine niedrige Gesundheit. Aber was muss ich denn da machen? Ah ja, Betäubung und... Alles klar. Das heißt, ich muss jetzt hier zu denen gehen, zu dem Einfangteam. Ich muss sagen, Aufgabe hinzufügen. Und ihr müsst jetzt erstmal hier den Dino betäuben. Zack. So... Die fliegen jetzt dahin, betäuben den Dino, dann transportiere ich den in diese Anlage. Hier muss ich mal was auffüllen, weil da ist nämlich der Treibstoff bald alle. Es gibt dann auch später noch Anlagen, die man nicht ständig nachfüllen muss. Das ist dann so ein bisschen der kleine Stressfaktor. So viel zum Thema Strandurlaub. Ich sag das, glaube ich, schon. Also es ist dann auch nicht so, dass da Langeweile aufkommt, ne? Also man hat schon irgendwie auch immer was zu tun. Und ich meine, die Dinos, die sehen halt auch einfach spektakulär aus. Ist der jetzt tot? Nein, der ist betäubt. Aber der trinkt doch jetzt. Ach Gott, ich bin hier ein Parkwächter. So, den transportieren wir jetzt. Und zwar zu dieser Anlage. Zack. So, schnelle Forschung. Verärgert generalistisch. Schnelle Forschung. So, Aufgabe starten, zack. So, jetzt muss ich aber hier mal mich um diesen verärgerten Wissenschaftler kümmern. Er hier, ach, ich kann hier sagen, er kann sich aussuchen. Komm, ruhe dich aus. So, dann freut er sich dann bestimmt. So, hier wird der Dino jetzt abtransportiert. Ich bin elend weit weg von diesen 3000 Punkten. Aber so nach langer Zeit hier mal wieder anzufangen, fand ich schon irgendwie ganz okay. Was haben wir hier? Ich kann leider hier noch... Doch, kann ich. Kann ich? Transport im Gange. Na, das machen wir doch mal, oder? Ich habe nämlich noch keine Möglichkeit, hier ein zweites Ranger-Team zu starten. Aber die machen jetzt vielleicht auch irgendwas. Was machen die denn jetzt hier gerade? Besucht. Ranger Posten 1. Und jetzt gemäß der Theorie kommen die dann auf die Idee, dass die hier mal alleine nach diesen Dinos gucken. So, er hier, der Arme, der wird jetzt hier erstmal ins Krankenhaus gebracht. Schwingt ganz schön, ne? Aber ich finde, das sieht halt auch wieder spektakulär aus, oder? Also es macht wirklich allein schon Spaß, hier zuzugucken. Ich finde es so super. Also wir starten auch gleich mal hier so eine Sandbox und mal gucken, was da so geht. Hier guckt mal, jetzt sieht man nämlich hier, wie der da so liegt. Und dann kommen hier so die Behandlungsroboter und dann wird er ein bisschen neu lackiert, ne? Und schon ist er gleich wieder gesund. So, hier müsste auch mal wieder was geguckt werden. Also vielleicht muss ich vielleicht Forschung irgendwas machen. Das ist eine Ego-Perspektive, das kenne ich noch gar nicht. Das ist doch jetzt auch nicht unbedingt Ego-Perspektive. Ach, weißt du.
Dekoration brauchen wir noch nicht, Strom brauchen wir noch nicht, Wege brauchen wir, Agenten, Anlagen, Gehege, ach so, Anlagen. Ich muss ja hier noch so eine Beobachtungsgalerie hier quatschen, dass wir hier auch den Variosaurus gut gucken können, ne? So, vielleicht hier hin. Nee, geht nicht. Gebäudebeschränkung. Warum Gebäude? Versperrt durch kleiner elektrischer Zaun. Ja, ich will es ja an den Zaun bauen. Wieso kann ich das denn jetzt nicht hier hinbauen? Hier kann ich es nicht hinbauen, aber hier könnte ich es hinbauen. Dann machen wir es mal hier. So, natürlich müssen wir noch eine Straße bauen. So, fangen wir doch einfach mal von hier an und gehen hier einfach mal hier rüber zu dem Gebäude. Zack. Und er ist bereit für den Transport. Dann können wir sagen, hier den Dino. Geht's nicht? Okay. Transport, Behandlung erfolgreich. So geht das. Gut, dann kommt er jetzt wieder zurück in sein schönes, sumpfiges Gebiet. Ach du Scheiße, was hat. Ja, oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Das war das Falsche. Nein, 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 wie kann ich das abbrechen? Wie kann ich das abbrechen? Kann ich das abbrechen? Ich will es abbrechen. Ich will es abbrechen. Ich will es abbrechen. Bitte, ich will es doch abbrechen. Ich kann es nicht abbrechen. So, jetzt kommt hier ein bisschen Hektik auf. Jetzt können wir nämlich direkt die hier mal starten. Und die gehen jetzt mal hier los auf die Fleischfresser, die irgendwo rumlaufen. Und sich schon auf den neuen Dino freuen. Aber ich glaube, das war nur einer, oder? Versteckt sich hier im Wald noch einer? Ja, da versteckt sich noch einer. So, das ist jetzt ein bisschen unglücklich gewesen. Ne? So, jetzt müssen wir die erstmal betäuben. So, der eine ist schon mal betäubt. Da ist schon mal die Kuh vom Eis. Was sagt das eigentlich zuweisen? Okay. Transport abgeschlossen. So, und dann können wir den auch direkt betäuben. Und wenn die dann alle betäubt sind, dann können wir den ins richtige Gehege bringen. Gut, so, jetzt können wir schon mal auf. So, komm, schießen um. So, er ist betäubt, das ist gut. Dann können wir ihm das richtige Gehege bringen. So, zack. Und der hier kommt einfach hier rüber und hier kommt einfach auch hier rüber. So, dann sind die alle gleich wieder munter und sind in den richtigen Gehegen. Ja, das war wieder clever. So, die Hälfte haben wir schon erreicht von den Punkten, ne? Jetzt haben wir natürlich hier auch so ein komplett leeres Gehege, was ja ein bisschen schade ist. Da können wir mal überlegen, was wir damit machen. Aber ich wollte mal gucken, ob es nicht auch irgendwie so Forschung irgendwas gab hier. Hier, Forschung verfügbar. Was haben wir denn hier? Fossilien ansehen. Anlage nicht verfügbar. Okay, hier. Das ist dann so eine Limitierung. Okay, ich wollte eigentlich mal gucken, ob ich nicht ein zweites Ranger-Team irgendwie mal rekrutiert bekomme. Jetzt ist aber irgendwie die Punktzahl wieder massiv runtergegangen. Vielleicht, weil die ganzen Dinos am Rumfliegen sind. Ja, genau. So. Ladet sie mal schön ab. So. Ich habe eben 1500. Wo sind die jetzt alle hin? Hier muss jetzt schon wieder irgendwie ein Dino mal eine Statusprüfung braucht er jetzt mal wieder. So, Aufgabe hinzufügen. Du musst hier mal eine Statusprüfung machen. Und hier auch. Und hier auch. Und da ist alles im grünen Bereich. Gut. So, und schon gehen die Punkte wieder hoch, ne? So, jetzt können wir aber doch nochmal hier so ein Expeditionsteam angucken, ob wir uns noch einen anderen Dino holen. Zum Beispiel
Das sind Fleischwasser, ne? Mal gucken, was haben wir hier? Auch die sind doch hübsch. Die holen wir uns, oder? Die holen wir uns. So, zack, los geht's. 4 Stück. Jawohl, gib ihm. Jetzt waren natürlich vorher hier Pflanzenfresser drin, ne? Ich weiß gar nicht, was denn hier überhaupt drin ist. Was habe ich denn hier für ein Dino? Da ist doch einer. Ach, guck mal hier. Wer bist du denn? Allosaurus. Der ist zufrieden. Der freut sich. Schön. Und die Sonne geht auf oder unter. Und er schreit ein bisschen rum. Was waren hier eigentlich für Viecher? Das habe ich auch schon wieder vergessen. Viecher, die Stein wollten offensichtlich. Und Fleischfresser, das sieht man in diesen Dingern. Da kommen nämlich dann Ziegen raus und dann werden die Ziegen gefressen. Haben wir ja eben wunderbar gesehen. So, er benötigt eine Statusprüfung. Ich weiß nicht, was diese Krone hier daneben bedeutet. So, Komfort 70. Jetzt können wir mal gucken, der ist halt hungrig. Der hat halt überhaupt keine Nahrung. So, wie kriegt denn der Nahrung? Ich hätte jetzt gedacht, das ist doch ein Pflanzenfresser, der frisst doch einfach hier Bäume, oder? Täusche ich mich da? Vielleicht täusche ich mich da. Vielleicht muss ich hier mal bei Gehege gucken. Da gibt es ja hier... Nee, ich glaube, der braucht bestimmte Art von Bäumen wahrscheinlich. Wie, Ranger-Team kann keine Route zum Ziel finden. Seid ihr besoffen? Wollen wir einfach noch ein Tor hier reinbauen? Hier so mitten rein. So. Jetzt findet ihr auch noch eine Route zum Ziel. Na also, geht auch. So, was mache ich denn mit dir und deinem Futter hier? Oh. Kann das sein, dass er immer noch zu wenig Wasser hat? Ach nee, der rote Bereich ist das, wo er sich unwohl fühlt. Okay, genau. Solange das in dem blauen Bereich ist, ist alles gut. Okay, da freut er sich schon mal ein bisschen. Er hat halt nur kein Futter. Aber geht er jetzt gerade fressen? Wir beobachten das jetzt mal so ein bisschen. Ich glaube nämlich, der guckt sich jetzt hier gerade mal so ein paar Bäume aus, die er abnagen möchte. Okay, da haben wir einen Lebendfang. Sehr gut. So, Saurier transportieren. So, nicht wieder ins falsche Gehege stopfen. Am besten hier. Zack. 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 Aber das waren jetzt nur 3, ne? Aber egal, die kommen jetzt da rein. So, guck mal, der frisst doch jetzt bestimmt. Der ist doch jetzt bestimmt auf dem Weg zum Fressen. Von der Höhe her passt das ja eigentlich. Aber das sind natürlich jetzt hier so... So Fichtenbäume, ne? So, was könnte der denn fressen? Finden wir das hier irgendwie raus, was er fressen könnte? Bereich Umweltbedürfnisse. Nüsse. Baum. Wald. Nüsse. Der braucht Nüsse. Wie kommt er denn jetzt hier an Nüsse? Wasser, Wald, Wald, Blätter, Pflanzenfaser, Pflanzenfaser. Ach hier, Obst, Nusspflanzen. Palmfarnhain, Früchte, Früchte, Früchte. Gingo, Früchte, Blätter, Nüsse. Hier, das ist doch, was er will. Komm hier, da, Nussbäume. Guck mal hier, zack, 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 direkt vor die Nase gepflanzt. So, na, wenn du dich jetzt mal nicht freust. Also, wo ich die Freund oder wie noch nicht. Man weiß auch gerade gar nicht, solche, wo er hinmarschiert, ne? Er sucht wahrscheinlich hier immer noch nach seinen Müssen. Nüssebaum, 5%. Das heißt, er braucht mehr Nussbäume. Du kriegst mehr Nussbäume. Was haben wir hier noch?
Nüsse Baum, Nüsse Boden. Okay, komm. Wir bauen dir mal so richtig Nussbäume. Ein ganzer Nussbaum rein, kriegst du jetzt mal hierhin gepfatscht. Machen wir die Fichten mal weg. Oh. Bevor wir uns um dieses nicht identifizierte Leiden kümmern, hauen wir hier erstmal kräftig. Ah, guck mal, die gucken und die kümmern sich selbst. Und? Deine Gesundheit geht massiv runter. Ess doch einfach mal Nüsse. 47%. Wald 24%. Ich muss also auch gleich wieder ein bisschen Wald hier hinhängen. So, jetzt kommt doch gerade ein bisschen Unruhe bei mir auf hier. Komm, du brauchst mehr Nüsse. Wir stellen dir auch mal ein paar Nüsse ins Wasser. So, ganz viele Nussbäume. So, jetzt hast du aber gewiss genug Nüsse. Ja, da sind wir jetzt im grünen Bereich. Wald haben wir jetzt zu wenig. So, Wald. Jetzt mache ich natürlich hier gerade wieder so ein bisschen meine Nussbäume weg, gell? So, bist du jetzt ein bisschen glücklicher hier? Ja, hier sind die Nussbäume wieder weg. Ja. Okay. Muss von einem MVU-Team behandelt werden. Erforsche die entsprechende Heilung im Wissenschaftszentrum. Klicke auf einen Dinosaurier, um die Informationen zur Krankheit. Okay. Ich bin ein bisschen Tuberkulose im Park. Ach du, ach du, ach du, ach du, ach du. Und ich erzähle euch, dass das hier ein voll entspanntes Spiel ist, ne? Und ich bin hier total klatschnass geschwitzt hier. So, aber jetzt ist er doch hoffentlich zufrieden hier, oder? Damit ich mich mal um die Tuberkulose kümmern kann. So, jetzt ist doch hier schon mal alles im grünen Bereich. Beziehungsweise im blauen Bereich. Der hat genug Nussbäume, der hat genug Wald, der hat Wasser, der hat Freiraum, der hat einen Bereich, fühlt er sich auch gut. Und jetzt fängt er auch an zu fressen. Ja, Gott sei Dank. So ist fein. Gut. So, jetzt können wir uns hier mal um die Kollegen hier kümmern, die mir hier Tuberkulose eingeschleppt haben. So, Forschung beginnen. Machen wir doch mal. Forschung erforderlich, Tuberkulose, dann machen wir das. So, das heißt, er hier macht das. Zack. Gut, dann. Aber da war doch gerade irgendwie Strukturen. Ich konnte da irgendwie Strukturen gerade erforschen. Kommando zurück. Wo war denn hier dieses Wissenschaftszentrum? Forschung ansehen. So, Strukturen. Wissenschaftler-Training. Sturmabwehr-Upgrades. Infrastruktur ist das. Ich hätte gerne aber hier so eine zweite. Ach hier, das hätte ich gerne, ne? Gebäude-Upgrades, die ein weiteres Parkteam-Fahrzeug bereitstellen. Sowas hätte ich gerne. Da muss ich aber offensichtlich durch diesen steinigen Weg gehen, oder? So, dann lasse ich die beiden das mal forschen. Dass wir mal so langsam an so ein zweites Ranger-Team rantasten. Oh, hier muss ich auffüllen. Das ist natürlich wichtig. Zack. So, haben wir aufgefüllt. Sehr gut. So, bis auf diese zwei kranken Biester ist ja eigentlich hier erst schon mal alles irgendwie im grünen Bereich, ne? Ja, guck mal, das freut mich jetzt hier. Das freut mich. Der grast jetzt erstmal den ganzen Baum ab und fühlt sich super und die Gesundheit geht auch wieder hoch. Da freuen wir uns doch mit ihm zusammen. So, hier die beiden, die sind glücklich, die fressen hier sämtliche Ziegen. Und nein, jetzt hat er hier auch schon Tuberkulose. Das ist ja furchtbar. Was haben wir jetzt?
Ja, ich will aber doch erstmal, dass irgendwie hier die Medizinforschung läuft. Sehe ich das jetzt eigentlich irgendwie, wie lange die noch brauchen? Nee, passiert doch nicht. Weil das greift ja hier gerade so epidemisch um sich um, hier diese Tuberkulose. Ha, hier, ein Objekt freigeschaltet. Was haben wir denn freigeschaltet? Tuberkulose. So, das heißt, ich kann doch die Biester hier jetzt behandeln. So, wo ist denn hier mein... Hier, da ist es doch schon unterwegs. Und fängt schon an, hier fröhlich zu behandeln. Genau, behandelt das, behandelt das, behandelt das und behandelt das. Jemand Brachiosaurus, der ist noch gesund geblieben. So, dann können die jetzt erstmal hier fröhlich behandeln. Jetzt habe ich hier schon wieder irgendeinen Dino, der irgendwie... sich irgendwas gebrochen hat oder was? Was hat er denn? Unbequem. Achso, vielleicht hätte ich mal gucken sollen, was sie überhaupt brauchen. Ah, die brauchen Fleisch. Ah ja, okay. Dann sollte ich den vielleicht Fleisch hier hinstellen, oder? Und sicherheitshalber auch eine Ziege. Zack. So. Tuberkulose wird langsam geheilt. Ach, schaut mal an hier. Impfung gegen Tuberkulose. Ein Objekt freigeschaltet. Das heißt, ich kann die dann auch impfen lassen, oder was? Aber momentan kriege ich es ja irgendwie ganz gut in den Griff hier gerade. So, hier liegt schon mal irgendwie Fleisch rum. Und niedrige Gesundheit und Verletzung ist jetzt auch irgendwie weg, sehe ich, wenn ich es richtig sehe. Ah, hier, da freut er sich. Da hat er doch gerade was mitbekommen. Hat gesagt, oh, hier Fleisch. Genau, hier denkt er sich, oh wei, hier gibt's Fleisch. Da freuen sie sich. Na, da freuen wir uns mit. So, das heißt, die bewegen sich hier alle irgendwie dann in die Komfortzone. Ja, cool. So, kümmern wir uns. Ach, guckt euch das mal an hier, wie elegant der hier in der Gegend rumliegt. Das ist doch ein Träumchen, oder? Ja, finde ich auch. Das ist doch echt fantastisch. Oh nein, hier ist ein Soundeffekt. Wo ist hier mein Ranger-Team? So. Ranger-Team, Aufgabe hinzufügen. Wo ist der Soundeffekt? Da hinten ist der Soundeffekt. Zack. Repariert den Zaun gefälligst. Sehe ich das gerade richtig, dass hier die drei Dinos, diese Biester hier gerade kräftig am Ausbrechen sind? Ja, sehe ich doch richtig, ne? So, dann betäuben wir die doch alle mal. Oder gehen die gerade wieder zurück ins Gehege? Was machen die denn da? Haben die einfach nur mal einen kurzen Ausflug gemacht oder was? Ich glaube, die haben gerade einen kurzen Ausflug gemacht. So, dann müssen wir die ja nicht betäuben. Dann müssen wir ja nur den betäuben, der da irgendwie abseits vom Zaun ist. Aber was ist denn hier mit meinem Ranger-Team? Wo sind die denn schon wieder? So, Aufgabe hinzufügen. Ich hätte ganz gerne, dass ihr hier mal den Zaun repariert. Nämlich den und den hier und den hier auch. Und die hier, die sind doch schon wieder abgehauen. Das war ein ganz fieser Trick, was die da hier gemacht haben. Okay, also Einfangteam. So, Aufgabe hinzufügen. Einfangteam. Hier sind zwei Dinos auf der Flucht. Zack.
So, hier müssen wir warten, bis hier der Zaun repariert ist. Dann können wir den Dino transportieren. Ich weiß gerade gar nicht, wo mein Ranger-Team überhaupt unterwegs ist. Die cruisen hier gerade so ein bisschen durch die Gegend. Okay, repariert Zaun, alles klar. Wir müssen halt hier einen blöden Umweg fahren. Das könnte man ja auch irgendwie geschickter handhaben, ne? Indem wir hier einfach noch ein Tor reinbauen. So, nach und nach legen wir hier die Dinos schlafen. Hat er jetzt alle zwei? Ja, ich glaube, er hat alle zwei. So, hier die Ranger sind jetzt so langsam dabei, dass sie den Zaun repariert haben. Dann können wir doch hier schon mal die Dinos wieder zurücktransportieren. Und hoffen, dass die Ranger rechtzeitig mit dem Zaun fertig werden. Aber ich denke schon, das schaffen die. Das schaffen die. So, ich speichere jetzt aber mal. Einfach, weil ich nochmal die Sandbox starten wollte, um mal zu gucken, was es da also gibt. Also wie gesagt, die Kampagne ist so ein bisschen als Tutorial gedacht. Man hat eben nicht alle Funktionen gleich am Anfang, sondern es kommt so langsam in das Spiel rein. Und jetzt gucken wir uns mal hier die Sandbox an. Man sieht halt hier so verschiedene Dinge muss man eben freischalten. Hier sieht man bei den Herausforderungen, ja, dass man vorher Herausforderungen machen muss mit 2 Sternen. Dann bekommt man in Deutschland, kann man dann Dinos machen. Hier sieht man so ein bisschen, bei der Chaostheorie muss man dann eben entsprechend Dinge freischalten oder eben hier bei der Kampagne. So kann man die Sachen dann hier freischalten. Jetzt gehen wir mal nach Kanada. Und was können wir machen? Gebäude, Gebäude, alle Gebäude. Okay, da kann man hier noch. Ah ja, hier kann man auch so ein bisschen die Schwierigkeit quasi einstellen. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Und dann hauen wir doch mal hier einen Park mal schnell noch rein. So, zack. Nee, ich wollte nicht Pause, ich wollte überspringen. So, jetzt haben wir hier unser Gebiet. Sieht ja auch schon wieder ganz schön geil aus, oder? Und mit was fangen wir jetzt eigentlich an? Um alles in der Welt. Wie ging das jetzt hier los? Nee, das ist der Kontrollbaum. Damit ging es wahrscheinlich nicht los. Wahrscheinlich geht es hier mit Gebäuden los. Wir haben einen Ankunftsort. Der ist wahrscheinlich schon irgendwie mal wichtig. Ich weiß noch nicht genau, wo hier die Grenzen sind. Außerhalb des baubaren Bereichs, alles klar. Also wisst ihr, was ich meine? Ich hätte gern hier so eine Karte irgendwie mal gehabt. Vielleicht irgendwo gab es sowas wie eine Karte. Vielleicht mit Y. Überraschung. So, jetzt seht ihr hier schon mal das Gebiet, was man hier verwenden kann. Also da hat man schon irgendwie auch jede Menge Platz, um Dinge irgendwie zu bauen. So, jetzt nochmal zu unserem Ankunftsort. Den hauen wir einfach mal hier rein. Zack, einfach mal so unmotiviert genau in die Mitte. Dann brauchen wir bestimmt auch Strom und da können wir doch gewiss, Geld haben wir unbegrenzt. Da können wir doch. Es gibt ein großes Kraftwerk und es gibt ein großes Kraftwerk. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Unterschied ist. Vielleicht ist es eine Jurassic Park und das andere Jurassic World oder so. Es gibt noch ein drittes. Och, wir nehmen hier das hier. So, das hauen wir doch mal irgendwie völlig unmotiviert hier so in die Mitte rein. Zack. So, jetzt müssen wir den Strom verteilen. Zack, zack.
Zack. Und wir brauchen eine Straße, ne? Wir brauchen natürlich eine Straße. So. Die Straße geht jetzt erstmal hier so runter zum Wasser. So. Das erfolgt, das verfolgt hier keine tiefe Logik, was ich hier baue. Das ist einfach nur so ein bisschen, einfach mal schnell so ein Park hingestellt. Das kann man auch viel schöner machen. So, komm, zack. So, jetzt wird hier schon mal kräftig gebaut. Die haben noch keinen Strom, weil ich nämlich für diesen Strom auch irgendwie so einen Verteiler brauche oder sowas. Kleines Umspannen. Genau, das brauche ich doch hier. Das muss ich doch irgendwo hier so an das Stromnetz anschließen. So, und jetzt dürfte der irgendwie schon mal Strom haben, wenn es gebaut ist. Aber vorher muss das ja... Wie, das ist noch keine Straße. Habe ich den Straßenanschluss hier versemmelt oder was? Hä? Habe ich das hier falsch nur hingestellt oder was? Wieso bist du denn noch keiner Straße angeschlossen? Ich bin verwirrt. Oder heißt das im Bau? Nee, das heißt, ich habe noch keine Straße, heißt das eigentlich. Oder? Nee, heißt im Bau. Oder bin ich jetzt komplett so doof, Straßen zu bauen? Wir warten einfach mal ab, mal gucken, was so passiert. Ob das Straßensymbol dann irgendwann verschwindet. Kein Weg zum Einkaufsort. Nee, ihm fehlt schon eine Straße. Was fehlt ihm hier noch? Kein Weg zu anderen Gebäuden. Park geschlossen. Aber ich habe doch eine Straße gebaut? Versperrt durch Ankunftsort. Ja, ne? Aber. Ich dachte, ich hätte euch doch irgendwie angeschlossen. Oder hätte ich die hier anbauen? Ach du meine Güte, bin ich doof. Ich glaube, ich habe es verkehrt rum hingestellt. Na, das steigert aber die Spannung der Besucher, ne? Die müssen nämlich dann erstmal hier einmal um den Ankunftsort laufen, bevor die überhaupt irgendwas sehen, ne? Ah, schaut mal an hier. Das große Kraftwerk hat jetzt auch hier eine Verbindung. Alles gut. Und hier ist jetzt noch, der Park ist noch geschlossen. Logisch, ist ja auch jetzt nicht so sehenswert, was hier gerade passiert. So, gucken wir bei den Gehegen mal rein, was wir hier Schönes haben. Wir haben nämlich eine Brutstätte. Wir haben noch eine Brutstätte und noch eine. Wir haben einen Ranger-Posten. Wir haben hier so eine Aviarium-Kuppel. Da kann man so Flugsaurier hinklatschen. Wir haben eine Brutstätte für die Biester. Wir haben einen Lagunenbereich. Ich will Wassersaurier. Wir machen hier mal einen Lagunenbereich. Der muss aber im Wasser sein. Ah, ich kann nicht, oder was? Weil ich nicht ans Meer komme. Ach, das ist ja doof. Ach nee, der baut dann irgendwie automatisch oder was? Ach, wir gucken mal, was passiert. Keine Ahnung, was hier jetzt passiert. Wir lassen uns überraschen, oder? Wird nämlich gebaut. Ich kann hier unten, glaube ich, auch irgendwie die Zeit beschleunigen. Ich weiß noch nicht genau wie. Ach so. Ja, so machen wir das mal, ne? Da geht doch alles viel schneller. So, unser Lagunenbereich. Kerle, ist das schön. So, jetzt brauchen wir natürlich hier noch so eine Lagunenbrutstätte. Die müssen wir gewiss hier neben noch hinhauen. Weil wir wollen ja schließlich auch irgendwie ein Dino da irgendwie mal irgendwann mal reinbekommen. Und natürlich braucht es eine Straße. Da sieht man übrigens auch, wo der Anschluss zur Straße ist. Ne? Also... Man muss sich nicht zwangsweise doof anstellen. So. Schönes glänzendes Wasser, herrlich, tolle Wurst. Was will er denn jetzt schon wieder? Keine Teams zugewiesen. Ich muss ein Team zuweisen. Ah, guck mal hier, kann man Dinos züchten.
Ah, wen wollen wir denn? Ich glaube, den will ich. Den will ich. So, der braucht aber irgendwie ein Team oder was? Ach, ich brauche wahrscheinlich noch ein Ranger-Dings. Das ist vielleicht noch eine gute Idee. Kontrollzentrum? Brauche ich ein Kontrollzentrum? Wahrscheinlich brauche ich auch ein Kontrollzentrum. Das stellen wir doch einfach mal. Wie kriege ich denn das Ding eigentlich hier mit? Sehr schön. So. Und gib ihm. Zack. Aber ich dachte, ich hätte eine Straße gebaut. Na gut. Oh, ich habe noch eine Straße. Wenn du so kleinlich bist. Zack. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich noch den besagten Ranger. Wo sind sie denn? Ist das die Unterstützungsanlage? Ja, das ist die Unterstützungsanlage. So, die tun wir einfach direkt mal hier dran klatschen. Ja, Straßen muss ich trotzdem immer irgendwie noch zusammenbauen. Zack und zack. So, dann haben wir das Problem gelöst. Was haben wir jetzt hier? Den können wir jetzt bestimmt. Ach so. Eier auswählen. Eier auswählen. Was haben wir denn hier? Aggressiv. Na, wir brüten das einfach mal aus. So, Eigelege wird ausgebrütet. Jetzt bin ich mal so gespannt, ja. Ist das eigentlich, braucht ihr auch irgendwas zu fressen? Da braucht ihr gewiss auch irgendwas zu fressen. Was haben wir denn hier? Setzt Lagune voraus. Was ist denn das? Hai-Futterstation für Meeresreptilien. Oh, das klingt aber spannend. Das hauen wir doch hier mal rein. Da werden Haie verfüttert, sehe ich das richtig? Alter, wie geil ist das denn? Also nicht, weil da Haie verfüttert werden, aber irgendwie, weil hier halt, weil man sowas machen kann, ne? So, freilassen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich jetzt. Ja, aber ist eigentlich auch egal, aber ich will doch freilassen. Ich kann es auch abbrechen, Gott sei Dank. So, freilassen. Das merkt ihr, das mag ich bei diesem Spiel. So, man fühlt sich einfach, man freut sich wie ein kleines Kind. Das ist so schön. Und guckt mal hier, er kommt da jetzt. Der große, große Dino unter Wasser. Wissen Sie noch, wie man Ihnen als Kind gesagt hat, man solle nach dem Essen nicht schwimmen gehen? Dieser Jäger, der Tylosaurus, frisst Sie, wenn Sie auch nur einen Zeh ins Wasser halten. Der wahr gewordene Albtraum eines jeden Seemanns. Sehr gut. So, da sehen wir dann auch, wie der hier so rumschwimmt. Und er kommt bestimmt jetzt auch irgendwann mal aus dem Wasser und schnappt sich diesen Hai, der da so. Tut einem so fast ein bisschen leid, ne, der Hai. Na komm, schnapp dir diesen Hai. Oder will der möglicherweise kein Hai? Doch, der will bestimmt Hai. Ach, das ist schon sehr cool, oder? Das muss ich ja sagen, habe ich beim ersten Teil echt so ein bisschen vermisst, so Meeressaurier. Ich hatte irgendwie, als Kind gab es so ein Buch, so ein uralter Schinken, und da gab es so eine Illustration von so Meeresdinos. Und dieses Bild, das fand ich so toll, so faszinierend. Da hatten sie halt so ein Dino mit so einem ganz langen Hals. Genau, wo ist das Stichwort? Dino mit einem langen Hals. Zack. Den nehmen wir doch und packen den gleich mit ins Gehege und gucken mal, was passiert. So, hier sind keine Teams zugewiesen. Wie kann ich denn hier Teams zuweisen? Aufgabe hinzufügen kann ich jetzt hier einfach sagen, zuweisen. Das geht offensichtlich. Dann kommen die und machen. So, jetzt wollen wir Eier auswählen. Machen wir gleich zwei. Zack. Ach so, Aufgabe beginnen, muss ich noch sagen. Damit hier noch ausgebrütet wird. Der hat noch gar nicht gefressen. Der hat noch gar nicht gefressen. Wieso frisst er nicht? Der ist zufrieden.
Im echten Leben wäre der nicht zufrieden mit dem kleinen Becken, aber es ist ein Computerspiel und dafür ist er zufrieden. Und da deswegen verfüttern wir ja auch Haie. Würden wir im echten Leben auch nicht machen. Na, komm, 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 komm. Na komm, schnapp den Hai. Komm, schnapp dir den Hai. Komm, mach was für dein Geld. Nein, machst du nicht? Nein, nein, nein. Machst du nicht? Der schlawenzelt schon so ein bisschen um diesen Hai drumherum, ne? Zieht euch das mal rein, wenn es die Biester heute noch geben würde. Oh, da sind sie. Hi, ich bin Claire Deering. Es ist bestimmt anstrengend, so viele neue Menschen zu treffen. Ja, bestimmt. Ein einmaliges Abenteuer. So, jetzt, der ist doch schon gerade so ein bisschen im Jagdmodus, kann das sein? Und die sind so ein bisschen im Fluchtmodus. Wenn die natürlich jetzt nach dem Hai schnappen, dann... Naturforscher und Dokumentarfilmer David Attenborough benannt. Dinosaurier sind für ihn quasi eine Familienangelegenheit. So, wenn wir jetzt einmal fröhlich dabei sind, dann bauen wir natürlich hier auch noch sowas, ne? Weil Flugsaurier wollen wir die auch haben. So, Fup. So, dann baut das Ding mal und dann... Was braucht man noch? Wir brauchen noch so eine Brutstätte für diese Dinos, ne? So. Und wir brauchen natürlich eine Straße. Wahrscheinlich brauchen wir auch Strom. Der hat lange nicht wegen Strom gemeckert. Fällt mir gerade so auf. Aber wahrscheinlich hat das hier Reichweite genug, hier das Ding. Oder? So, was macht denn hier das Leben in unserem kleinen Becken hier? Was macht der Kollege denn? Sieht schon so cool aus. Aber diesen Gabbelfisch will hier keiner essen, ne? Oh, schaut mal. Hier passiert was. So, das heißt, wir können jetzt Flugsaurier uns hier zusammen brüten. Haben die auch so ein Petri? Das sieht so ein bisschen wie ein Petri aus. Ich habe in einem Land von unserer Zeit vor Jahren gesehen. Ich fand den so gut, den Film. So. Dann machen wir jetzt hier mal das und dann wählen wir mal Eier aus und die brüten wir auch aus und dann lassen wir die Viecher mal fliegen. Wir könnten jetzt eigentlich mal den Park eröffnen, oder? Park öffnen. Mal gucken, was passiert. Ob die Leute erstmal hier rauskommen, denken sich, hä, hier ist doch gar nichts. Ein Saurier kann freigelassen werden. Das tun wir doch direkt. So, freilassen. Zack. Och, wie süß. Guck mal, da ist er. Man würde meinen, ein Maul voller Zähne wäre gruselig genug. Aber der Dimorpho. Der hat natürlich ein ziemlich beschissenes Gehege, wenn ich das mal so sagen darf. Und er fliegt. Naja, gleiten trifft es wohl besser. Wahrscheinlich wäre es gut, wenn ich das Gehege auch ein bisschen schöner machen würde. Aber ich wollte ja mal gucken, der Hai hängt immer noch da. Aber ich glaube, es lieben auch noch alle, oder? Die sind auch zufrieden, aber in Panik. Ja gut, da kann ich verstehen, ein Stück weit. Weil da ist ja so ein großer Hoshi, der irgendwie irgendwann mal Hunger hat. Und ich glaube, bevor der nach dem Hai springt, frisst er eher die anderen beiden weg. Cool. Cool, 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 cool. Ich finde das so super. Mir macht das zu viel Spaß hier. So, deswegen... Na, da muss ich nicht speichern. Das, so, gehen wir mal zurück ins Hauptmenü. Okay. Und kommen zum Fazit.
So, was meint ihr, was da rauskommt? Ach, ich mach's kurz, oder? Das ist so gut. Das gibt natürlich 5 Fähnchen. Also wie gesagt, ich habe hier noch nicht alles entdeckt. Ich habe aber jetzt schon so viel Spaß mit diesem Ding gehabt. Und da kommt ja noch eine ganze Menge. Also ihr habt gesehen, im Sandbox-Modus gibt es ganz viele Gebäude, die man noch bauen kann und Möglichkeiten und Saurier. Und das ist einfach super cool. Also ich finde die Grafik auch super schön. Die Steuerung läuft einwandfrei mit dem Gamepad. Lässt sich also wirklich sehr smooth steuern. Man kann da echt einen schönen Park bauen. Die Landschaft sieht fantastisch aus. Die Dinos sind einfach nur cool. Und Dinos sind so cool. Und viel mehr kann ich dazu überhaupt nicht erzählen. Das ist so ein geiles Spiel. Es ist wirklich so geil. Und ich freue mich auf den Moment, wo ich dann endlich Zeit habe, mich so richtig mit diesem Spiel auseinanderzusetzen und richtig einzutauchen. Da freue ich mich richtig drauf. Also momentan Elden Ring. Habe ich, glaube ich, in dem einen oder anderen Video schon mal erzählt. Und das ist sowas, ich glaube, hier hat man wirklich durchgehend einfach kontinuierlich richtig Spaß bei diesem Spiel. Und er freut sich eben an diesen schönen Gegebenheiten und freut sich über die Dinos und guckt denen zu, macht so Dummheiten, dass man mal 2 Fleischfresser irgendwie in ein Gehege wirft und guckt mal, was so passiert. Oder man haut mal 10 Pflanzenfresser in so einem Fleischfresser und guckt mal, was passiert, was man halt so macht. Ne? Und ich finde das wirklich ganz fantastisch. Von daher absolut 5 Fähnchen plus, würde ich schon fast sagen. Das ist schon ein geiles Ding. Dann wisst ihr Bescheid, ne? Dann würde ich mal sagen, macht bitte Dinge, die euch Freude bereiten. Vielleicht Jurassic World Evolution 2 spielen. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Abonniert gerne den Kanal. Ansonsten bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Und tschüss.